Ja, mein Name ist Florian Ehlen und wir befinden uns jetzt hier bei uns in der Firmenzentrale in Wiesbaden. Unser Unternehmen wurde 1997 von meinem Vater gegründet zur Erstellung von Erdwärmebohrungen für den Häuslebauer und hat sich im Laufe der Jahre dann durch verschiedene Geschäftsfelder wie den Brunnenbau oder auch den Brunnenservice dann weiterentwickelt. Grundsätzlich arbeiten wir so rund 150 Kilometer um unseren Standort drumherum. Die Ausbildung spielt für uns schon eine immer größere Rolle, weil einfach der Beruf des Brunnenbauers sehr selten ausgebildet wird. Und hier sehen wir uns einfach in der Pflicht, den Berufsstand zu erhalten, aber auch für uns in der Pflicht, dass wir für uns selbst Fachkräfte sichern. Ja, der Azubi sollte auf jeden Fall handwerklich geschickt sein und er sollte viel Spaß am Umgang mit Maschinen haben, weil ein eigen herangeführter Azubi in den Beruf, der schon an unsere Firma gewohnt ist, ist für uns natürlich Gold wert. Und ja, da versuchen wir natürlich auch den Azubi hin zu fördern, dass der dann auch bei uns bleibt und sich vor allen Dingen auch später im Unternehmen noch immer weiterentwickeln kann. Also ich bin Christian Harings, komme aus Gönnersdorf und mache meine Ausbildung zum Brunnenbauer. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen und fand das interessant und bin dann auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden und hatte dann auch das Probearbeiten relativ schnell. Ja, und mir hat es direkt Spaß gemacht, weil es ein Beruf ist, den es nicht überall gibt und den auch nicht so viele machen vor allem. Also meine Berufsschule ist in Rostrup, das ist in der Nähe von Oldenburg. Da fahre ich blockweise hin. Dann bin ich da wochenweise in einem Internat oder in einer Pension untergebracht. Ja, das wechselt sich dann immer so ab mit Betrieb. Das Draußenarbeiten macht mir halt ziemlich viel Spaß. Und dann hat das alles zusammengepasst.